Auf der Suche nach der Bombe. Der frühere CDU-Politiker und Burda-Manager Jürgen Todenhöfer veröffentlichte am Donnerstag unter diesem Titel in der Frankfurter Rundschau Eindrücke von einer Reise in den Iran. Wie gerne würde ich einige unserer westlichen Politiker einmal in den Iran mitnehmen, um ihnen zu zeigen, dass dieses Land so ganz anders ist, als sie es ihren Wählern erzählen. Ich würde sie in eine der christlichen Kirchen oder in eine der Synagogen Teherans begleiten. Und in jenes berühmte jüdische Sapir-Hospital, wo sie Ziamek Morissadeh kennenlernen würden, den liebenswürdigen, klugen Direktor des Krankenhauses. Morissadeh ist auf vieles stolz. Darauf, dass 80% seiner Patienten Muslime sind, die für ihre Behandlung nur wenig oder gar nichts bezahlen müssen. Und darauf, dass er Jude und Iraner ist, wie 20.000 weitere Juden, deren Familien seit über 2.500 Jahren hier leben. Morissadeh, der die Juden als Abgeordneter auch im Parlament vertritt, würde mit seinen Besuchern gern über Religionsfreiheit im Iran sprechen, über die jüdischen Schulen und Kindergärten in Teheran, die koscheren Restaurants und darüber, dass der iranische Staat sein Krankenhaus jährlich mit 1 Million Dollar unterstützt. Er würde versuchen zu erklären, dass es im Iran trotz antizionistischer Politik nie jenen grauenvollen, staatlich organisierten Antisemitismus gegeben hat wie in Deutschland oder Europa. Antisemitismus ist kein islamisches, sondern ein europäisches Phänomen, würde er leise sagen. Vieles spricht dafür, dass das sogenannte iranische Nuklearproblem ein Vorwand ist, um den Iran zu isolieren und in die Knie zu zwingen. Dass es in Wahrheit um die Vorherrschaft in der ölreichen Region geht. Der Iran ist zum Ärger der USA der eigentliche Gewinner des Irakkriegs, ohne daran teilgenommen zu haben. Seither erstreckt sich der iranische Einfluss über den Irak, Syrien, Libanon bis tief in die schiitischen Gebiete Saudi-Arabiens und Bahrains hinein. Diesen Machtzuwachs wollen die USA rückgängig machen und den Iran unter Druck, Drohung und Gewalt wieder zu einem linientreuen Verbündeten machen. Wie zu Zeiten des CIA-Schützlinges Shah Reza Pahlavi, dessen Nuklearpläne der Westen stets bereitwillig unterstützte. Daneben geht es den USA im Mittleren Osten immer auch um die Stabilisierung Israels. Die arabische Revolution hat die Region unberechenbar gemacht. Jeder israelische Politiker muss sich Sorgen um die Zukunft seines Landes machen. Angriffsdrohungen und erst recht Militärschläge sind völkerrechtswidrig. Die deutsche Unterstützung eines Angriffs widerspräche Artikel 26 unseres Grundgesetzes und wäre nach § 80 des Strafgesetzbuches strafbar. Die lockere Art, mit der westliche und israelische Politiker völkerrechts- und verfassungswidrige Pläne in Betracht ziehen, zeigt, dass ihnen rechtliche und moralische Maßstäbe abhanden gekommen sind.